wir fahren jetzt gerade in die Innenstadt von Friedrichshafen, wo wir gleich mit RTL und SWR drehen. Und zwar treffen wir ja das Pärchen vom Puzzle. Und David sitzt komischerweise in Winterjacke und Schal hier und mir ist sehr warm in meinem Top. Es ist nämlich eigentlich über 10 Grad, aber ja. Und wir drehen in einer Eisdiele am See direkt und ich bin echt gespannt, wie das wird. Und ich bin auch total gespannt, wie das Pärchen so ist. Denn wir kennen sie bisher nur vom Telefonieren und ich kenne auch nur sie, ihn noch gar nicht. Und da gucken wir mal, wie das so wird. Bestimmt ganz lustig, denke ich, oder? Wir sind natürlich wieder mal zu spät und gehen jetzt zum Treffpunkt mit dem Kamerateam und die anderen beiden sind schon da. Und dann werden wir das Treffen filmen. Also wir laufen dann aufeinander zu und sagen uns dann Hallo. Das ist irgendwie komisch, wenn da so viele dabei sind. Und außerdem ist die Innenstadt total voll. Wir sind jetzt hier am See. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt die beiden getroffen und drehen gerade mit ihnen und so sehen sie aus. Und das ist eigentlich ganz witzig alles. Da ist das Kamerateam. Und jetzt essen wir gleich noch was und die Kameras gehen dann und dann lernen wir die beiden noch mal richtig kennen, ohne Kameras. Aber es war cool. Wir kommen jetzt vom Dreh, vom Bodensee mit Sina und Dennis und es hat wirklich Spaß gemacht, es war ein bisschen anstrengend. Wir haben ja mit zwei Kamerateams gedreht für SWR und RTL, aber zeitgleich. Und das Witzigste war, dass uns die Leute so angeguckt haben, während wir Interviews gegeben haben. Die dachten wahrscheinlich, wir wären eine Band oder so. Naja, jedenfalls war es total witzig und jetzt fahren wir nach Hause und vielen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns sehr freuen über einen Daumen hoch. Bis dann, ciao!